Ich glaube, jetzt habe ich es. So. Ein hübsches, kleines Pixelspielchen, das Andy Dev letztens mal angepriesen hat, beziehungsweise Raubling, ist im Moment im Kickstarter und ja, ich habe es mal gebackt, die kleine Version für 20, aber das Spiel ist inzwischen auch, ich meine, full gebackt. Was heißt, ich meine, es ist auf jeden Fall full gebackt. Die Frage ist, im Moment geht es noch auf, wird noch für Sprachausgabe zusammengespart. Was sind wir denn? Im Moment sind es 23.400, das heißt, es fehlen noch 12.000, glaube ich, bis zur Sprachausgabe. Oder? Ja. Noch 12.000. Und ich hoffe, dass wir die zusammenbekommen. So. Das hat nur was näher ran. Die brauchen wir jetzt. Spielen auf Deutsch. Aufpassen sollen. Wenn wir es auch so beginnen, die Geschichte mit einer Piratenlegende, Captain Kabeka. Ha, das war fast ein wenig zu einfach. Ich sollte auch im richtigen Fenster sein dafür. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Das Irrlicht des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso, bring mir noch mal die Karte. Trügerteile schickt, um die Schatzkarte zu sehen. So, wir haben hier eine wunderschöne Schatzkarte mit ein paar Brandlöchern. Halt die Richtmaus gedrückt, um nach einem Schatz zu graben. Huch, nicht beim ersten Versuch. Das ist mir ja noch nie passiert. Wieder nichts. Okay, langsam wird's peinlich. Ah, geht doch. Attackieren der linken Maustaste. Es hat geblinkt. Es blinkt immer noch. Dann graben wir hier doch mal. Tada! Du hast einen Ausrüstungsgegenstand gefunden. Du kannst mit 1 und 2 zwischen die Schaufel und der Kalimba wechseln. Willige Maler. Und halt dann erneut die rechte Maustaste gedrückt. Wir haben da eine Kalimba. Und eine Taste fehlt. Aber, da ich ja schon mal geguckt hatte, haben wir hier eine schicke Karte. Und, ja, da ich das Rätsel schon kenne, sieht halt hier 1, 2, 3, 4, 5 ein ABCDE. Das heißt, wir brauchen C, E, A, B, E. Heißt? Ne? Moment. C, E. Ja. C, E, A, B, E. Fällt mir an, ich habe meine Lampe nicht an. Ja. Ah, endlich. Das Irrlicht des Ignaz. Wie es mit Kabeka und dem Irrlicht weitergeht, klar könnte ich dir das erzählen. Aber jetzt geht es erstmal einmal um jemand anderen.
Clio. Ich glaube, ich habe Clio mit CH geschrieben, ne? Upsi. Info. Clio! Hey, Clio! Clio, hast du gehört, was Butthead Pete heute Morgen im Netz hatte? Womit hast du mich da gerade beworfen? Sag's ihr, Pete. Ich glaube, es war ein Schrumpfkopf. Was? 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 Nein, du sollst ihr erzählen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimmkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt? Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Irre, oder? Im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Ich heiße Clio. Warum vergesst ihr andauernd meinen Namen? C-L-E. Ja, ja, du weißt, du meinst, hol dem guten Pete einfach die Flasche rum. Ja, 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 wie du meinst, hol dem guten Pete einfach die Flasche rum. Hm. Wusstet ihr, dass Captain Kabeka gegen 6 wandelnde Skelette kämpfen musste? Hey, Pete. Wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer die ganzen verrückten Sachen findest? Paname Bay. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade erzählen. Ja. Muss ich dir immer wieder sagen, niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Wir sind Barkeeper, unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche, eine Rumflasche und hören zu, nicht andersrum. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Peter hat Fische gefangen. Für Herberts Fischsuppe. Wenn du nur in deinem bescheuerten Piratenbuch voller Hirngespinste geblättert hast. Das sind keine Hirngespinste. Captain Kabeka ist ein echter Abenteurer, eine Legende und nicht so ein Verlierer wie... Pete? Du. Carla, habt ihr noch was von dieser würzigen Soße? Cleo! Hey, nee, Soja. Bring ich dir, Beat. Clio, bevor du hier zu Tode, bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gable eine neue Flasche rum. Ei, ei, Captain. Die Abenteuer des Captain Kabeka, Band 23. Es ist gerade so unglaublich spannend. Bester Brummschädel rum, hergestellt von Tinder Inc. Wir machen rum. Tinder. So. So sieht es also aus, nachdem ein Mann mit 2 Hakenhänden versucht hat, Suppe zu essen. Oh. Das ist Pete's Crew. Sie spielen Krakenfutter. Ich kenne die Regeln aber leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Ja, genau. Nichts für Mädchen. Genau. Und nichts für, verzieh dich, Mann. Warte, Herr Pete, von hinten. Muss ich wirklich mehr dazu sagen?
lieber nicht. Dartscheiben in schlecht beleuchteten Bars. Ich wette, das ist eine Erfindung der Augenklappenindustrie. Ja. Meets, meets. Komm her, Nick Carter. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Hey, da steht was drauf. Handy Reusable Asset GmbH. Hm. Das ist grauer Wurm. Er stellt gerade einen Rekord im Keine Fische fangen auf. Gib alles, grauer Wurm. Ich glaub an dich. Juhu, das Schiff riecht wie Pete. Oder riecht Pete wie das Schiff? Naja, jedenfalls riecht beides nach Fisch. Hm, ja. Unser lieber Pete. Das ist Gurney Gibble. Zumindest nennt sie ihn so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Hallo, Gurney Gibble. Ich habe hier noch einen Rim für dich. Ja, ich weiß, ich wäre auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken, Abenteuer. Irgendwo anders sein, nur nicht hier. Das war unhöflich. Mein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Gurney Gibble. Ach, was haben wir heute wieder gelacht, was? Hm, eine liebenswürdige Granny. Wow, die angeregte Unterhaltung mit Granny Gabble war wieder einmal erfrischend. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Hey, wo ist mein Buch? Ja, vielleicht bekommst du es wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Komm schon. Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimmkopf sagen kannst. Ah. Sowas ist aber nicht fair. Tja, wir wollen keine Wahl. Puh, der Ofen brennt heute besonders heiß. Als ob es in einer karibischen Küche nicht schon heiß genug wäre. Nur wenn ich wirklich muss. Ich kann nicht verstehen, Chloe. Egal wo ich stehe, diese Fischaugen sehen mich direkt an. Gruselig. Hygiene wird hier groß geschrieben. Nur weiß scheinbar niemand, was das Wort bedeutet. Ja, das ist Erpressung von dem Vater. Ich finde es auch nicht fair. Aber es wird groß geschrieben. Wie ging das Sprichwort noch? Ein Messer im Rücken kann auch... Ach nee, ich glaube, das ging anders. Hm, sumpfgrüne Fischsuppe. Garantiert mit glibberigem Fischkopf, angereichert mit was auch immer da gerade in den Topf reinkrabbelt. Hey, Herbert. Hallo, Cleo. Was für ein toller Tag heute, nicht wahr? Verdammt schöner Tag. Hm. Soll ich dir helfen? Super, dann macht's noch mehr Spaß. Bring mir bitte die Fische dort aus dem Netz. Klar. Uah. Warum so gut gelaunt? Fällt dir nichts auf? Schau genau hin.
Er will, dass ich ihm einen neuen Fisch bringe. Hm. Neues Hackebeil. Falsch. Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Der Koch, der damit hackt. Wieder falsch. Das Brett, auf dem es hackt. Ah, ein neues Schneidbrett. Ich verstehe. Ganz recht. Dieses Schneidbrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidbrettern. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett Pitt. Netter Wortwitz. Schneidebrett Pitt. Wer wohl Schneidebrett Pitt ist? Schneidebrett Pitt? Was? Du hast noch nie was von Schneidebrett Pitt gehört? Er ist eine Legende in der Schneidebrett-Szene. Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt. Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar. Nicht schlecht. So, als könnte ich auch gebrochen. Wow, was ist aus diesem Schneidebrett-Pitt geworden? Er hat einen heiligen Bluteid geschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen. Und sich zurückgezogen. Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Was zum? Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch. Wow, das ist ein echtes Piratenlogbuch, Herbert. Beim Klappbaudermann, das kommt mir nicht in die Suppe. Ich gehe deinem Vater Bescheid sagen. Das Buch gehört uns. Ich muss unbedingt wissen, was in dem Buch steht. Aber diese knochigen Finger halten es zu. Hm, mal sehen. Logbuch des furchtlosen Abenteurers, Captain Avery McAlwick. 3 Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte. Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen. Ha! Wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf dem Meeresgrund sinkt. Betonungsfehler. Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln. Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden. Den größten aller Schätze. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Nicht Big Whoop? Aber Big Whoop ist der größte Schatz. Wow. Ein echter Pirat. Oh oh. Was war das? Das ist eine ganz schöne Sauerei jetzt. Was zum? Das sieht aus wie ein Wort oder ein Name. Ichomilile. Meine Suppe. Mein Schneidbrett. Was zum ist hier los? Also, da war... Warum ist das Schneidbrett? Cleo? Das war ich nicht. Da war ein Geist. Ein Geist? Jetzt reicht's aber. Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören. Aber ich lüge nicht. Cleo, wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Und mit dem Quatsch jetzt ist jetzt Schluss. Mein Buch? Nein! Nein!
Morgen früh fährst du mit Pete raus zum Fischen. Was? Ich kann nicht einmal schwimmen. Du willst doch ein Abenteuer erleben. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerrede. Die Nacht war kurz, denn die unheimliche Geistererscheinung ließ Cleo keine Ruhe. Und dann war da noch dieses seltsame Buch. Bereits früh am Morgen befand sich Cleo auf hoher See, das rätselhafte Piratenlogbuch gut versteckt. Es ist so früh. Ei, und das ist auch gut so. Wieso? Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ein altes Fischersprichwort sagt, ist man früh in der Bucht, ist Fische fangen eine Wonne. Du meinst eine Wucht? So ein Blödsinn. Es heißt ganz sicher Bucht. Schau dich ruhig ein bisschen auf dem Boot um. Ich sag dir Bescheid, wenn wir uns Panemo Bay ernähren. Wow, Pete sieht heute Morgen richtig frisch aus. Riecht aber nicht so. Ein Hammer, eine Flasche Rum, eine Zange, noch eine Flasche Rum und eine Tube Holzleim. Ach nee, ist eine Flasche Rum. Okay, da komme ich nicht hoch. Was war denn? Tolle Aussicht. Das ist der perfekte Platz an Bord. Ja, was würden Piraten ohne Rum tun? Rumkugeln. Um sich zu überlegen, wenn dieser Fischgestank nicht endlich aufhört. The Not Father. Was ist das? Was ist das für ein seltsamer Zettel? I know what you did there. Oh, hi Cawthorn. Wir spielen eine Demo. Nur eine ganz kleine. Auf dem Zettel steht, die 10 besten Köder. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Hey, was machst du da? Ich pflege meine Kraken vor das Set. Kannst du mir das beibringen? Klar, zunächst mal musst du die Rum- und Blutreste abwischen. Dann kann ich die eigentliche Pflege beginnen. Nein, nicht die Pflege, die Spielregeln meine ich. Von Krakenfutter. Ach so. Warum eigentlich nicht? Ja, der Pirate habe ich auch dran gedacht. Zur Abwechslung wird ein neuer Gegner mal gut tun. Cool. Hast du dein Set dabei? Ich habe keins. Tja, das ist schlecht. Vielleicht kann dir Knoten Joe sein Set leihen. Frag ihn nochmal. Ich bin gleich zurück. Auf zu Joe. So, Knoten Joe ist hier oben. Ah, wer hat gewonnen? Hm? Beim Krakenfutter gestern.
Ich stehe hier in der prallen Sonne und repariere ein Fischernetz, also rate doch mal. Oh, tut mir leid, dass du verloren hast. Was? Wieso? Nein, ich habe gewonnen. Und wieso musst du dann die Netze das Netz reparieren? Ich darf das Netz reparieren. Ein Seil zu knoten ist die ehrenvollste Aufgabe an Bord eines Schiffes. Ein Knoten? Ei, ein Knoten. Kann das nicht jeder, der, nun ja, aus seinem Klettverschluss dann daran rausgewachsen ist? Es mag einfach aussehen, aber es ist eine Wissenschaft, eine Kunst, eine Religion. Vereinbarte Eigentum, Dauerübergabe, wie bei. Bestimmt. Ich kenne die 605 Seefahrerknoten der 55 Knoten Großmeister. Auch genannt die Notfather. Ich neige mein Auto. Auf einem Fischerboot sollte jedes Crewmitglied diese Knoten beherrschen. Bringt sonst Unglück. Da geht's um Leben und Tod. Aber da wir jetzt scheinbar auch kleine Mädchen an Bord lassen. Okay, schon verstanden. Kann ich mir dein Krakenfutter-Set ausleihen? Nein, Krakenfutter ist ein Spiel für Seemänner. Du bist kein Mann und du gehörst auch nicht auf See. Ein altes Fischersprichwort besagt: Kannst du nicht richtig knoten, sollst du nicht sein auf hoher See. Du meinst auf Booten. Ich kann übrigens sehr wohl knoten. Ha, du wusstest ja nicht mal, wer die 55 Notfather sind. Klar weiß ich das. Ach ja, beweis es mir. Kein Problem. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... ein aufsteigender Oktopus mit einer Augenklappe. Kann ich das Ding drehen? Was wäre das Ding aber? Kann ich das Ding drehen irgendwie? Ah. Zeit. Das ist ja sehr schön, aber... Da kann ich dies dann ändern. Also brauche ich das Gegenstück zu diesem Dokument. Funktioniert das morgen? Nö, damit funktioniert es nicht. Ja, das mit den Drehbeinen hätte ich jetzt auch gedacht, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie man dreht. Und man hat auch keine Settings. Raussaat geht nix. Aufsteigender Oktopus mit einer Augenklappe. Ei. Das wäre er hier. Aber ich sehe halt keinen Namen dabei.
das Gegenstück dazu. Von hier aus kann ich nicht einmal Land sehen. Ist das immer ein Abenteuer auf hoher See? Auf einem stinkenden Kutter. Mit stinkenden Männern. Uah. Irgendwas geben, wo ich das Ding vorhalten kann. Und dann geht's hier irgendwo noch weiter. Na, schade. Ich hatte gerade Hoffnung. Kennst du dich mit Knoten aus? Hör mir bloß auf. Den ganzen Tag nervt mich schon mit seinen bescheuerten Knoten. Fang du nicht auch noch damit an? Ich wollte doch nur... Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst, werfe ich dich vom Bord. Das schwöre ich beim Karton meiner Mutter. Okay, okay. Moment mal. Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischersprichwort besagt, willst du Arbeit auf dem Kutter, tätowier dir deine Mutter. Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten-Joe macht mich wahnsinnig. Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hin brabbeln. John, Karl, Frank, zum Kotzen. Ich glaube, er hat sich dort drin irgendwas gebastelt, um diesen Namen auswendig zu lernen. Also lass mich bloß in Ruhe damit und komm erst wieder, wenn du dieses Kraken vor der Set hast. Okay. Im Lagerraum. Mal gucken, ob mich Pete in den Lagerraum lässt. Kann ich mal den Schlüssel für den Lagerraum haben? Klar, die Fischerei hat dein Interesse geweckt. Aus dir wird mal ein richtiger Fischer. Ich kann's förmlich riechen. Yay. Hurra, ich hab den Schlüssel. Dim, 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 dim. Da ist etwas in die Tonne eingeritzt. Hurra, hurra. Ui. Toll, jetzt ist mir schwindelig. Okay. Wie bei Monkey Island oder gab es da nicht noch welche? Ich meine, hatte Indiana Jones nicht. Nee, Indiana Jones hat das mit dem mit den Steinkreisen. Ich meine, da gab es noch einen. Du, ach, sagtest du Knoten? Ach so, lass mich nochmal versuchen, Kumpel. Ha, du hast da keine Chance, aber na gut, ein neuer Knoten, mal überlegen. Wie wär's damit? Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie ein dreiköpfiger Wurm mit einem Holzbein. Dreiköpfiger Wurm mit Holzbein. Ein dreiköpfiger Wurm.
dein Wurm. Ein Wurm mit Holzbein. Aber jetzt habe ich 5 Namen. Welchen nehme ich denn jetzt davon? Ja, stimmt. Es sind diverse Achten unterwegs. Letty ist auch da. Letty, Fischli, Bio-Salatgurke, Flauder. Mit dem Kuchen lockt man Struppi an. Der Piratenhut wäre Andi. Mit Papagei natürlich. Ja, der kleine. Obwohl, es ist kein Baby-Oktopus. Aber jetzt ist immer noch die Frage: Welchen Namen von denen nehme ich denn jetzt? Caesar, Parker, Jim, Khan, Louis? Versuchen wir es einfach mal mit Caesar. Caesar ist nicht dabei. Parker nicht. Jim, Louis, die sind beide dabei. Bin mir nicht sicher. Gute Antwort. War vollkommen falsch. Jetzt die Leine. Versuchen wir es nochmal. Sieht aus wie ein unsterblicher Schmetterling mit einer Ukulele. Ukulele? Struppi? Unsterbliche Schmetterling mit der Ukulele, also Wes. Einmal mitdenken hier. Einmal mit Profis. Das wäre doch mal was. Ei, das wäre dann der Wes. Wes, 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 Wes. Hey, Moment mal, das stimmt. Ich hatte schon befürchtet, du würdest Unglück auf dieses Boot bringen. Aber ja, wie es aussieht, habe ich dich unterschätzt. Wer die Notfather kennt, ist auch würdig, Krakenfutter zu spielen. Hier, ich leih dir mein Set. Ich danke dir. Ruder im knotigen Geist. Der Knot, der Not sei mit dir. Wobei, das ist bestimmt auch noch Perle. Knoten muss Perle sein. Ich hab das Set. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen. Am besten lernt man die Regeln einfach direkt im Spiel. Möchtest du vorher alle Spielregeln einmal durchlesen? Lass es einmal kurz schauen. Auf Glas 2 habe ich nie gespielt. Lass mich erstmal in die Regeln schauen. Willst du auch Krakenfutter spielen oder lernen? Na, Krakenfutter-Regel. Krakenfutter wird zu zweit gegeneinander gespielt. Jeder Spieler spielt dabei mit 9 Karten und 5 Würfeln.
Ziel des Spiels ist es, alle Karten des gegnerischen Decks durch Kanonenschüsse zu zerstören. Die Karten mit den Werten 2 bis 6 sind deine Kanonen. Die 5 Würfel sind deine Kanonenkugeln. Die neuen Karten werden gemischt und verdeckt. Links neben dem Deck ist das Meer, auf dem du dich befindest. So ist das Spiel leer. Rechts neben dem Deck ist der Lagerraum, Laderaum, in dem deine verfügbaren Kanonenkugeln lagern. Zu Beginn des Spiels lagern alle 5 Kanonenkugeln hier. Unter dem Deck ist das Reich der Toten, in dem deine verlorenen Karten aufgereiht werden. Zu Beginn des Spiels ist der Bereich leer. In jeder Runde ziehen beide Seiten die oberste Karte und legen sie offen auf das Deck. Dann spielen beide Seiten die Fähigkeiten ihrer Karten aus. Kanonen 2 bis 6. Mit den Kanonenkarten kannst du die jede gerne angreifen. Es sei denn, du hast keine Kanonenkugeln mehr im Laderaum. Sollte dein Gegner ebenfalls angreifen können, kommt es zur Seeschlacht. Der Aftertrainer wird im Anschluss erklärt. Schiffsjunge ist für das Equipment an Bord verantwortlich. Er kann entweder alle Kanonenkugeln zurück in den Laderaum laden oder eine kaputte Kanonenkarte auf das Reich der Toten reparieren und zurück ins Deck befördern. Der Schiffsjunge kann nicht angreifen. Ihre Fähigkeit wird von einem eventuellen Angriff des Gegners ausgeführt. Diese kann ein Krumentgrelet oder den Kraken aus dem Reich der Toten wieder wecken. Diese Karte kann nicht angreifen. Der Captain greift automatisch mit allen verbleibenden Kanonenkugeln an. Bis dahin, wenn wir angreifen können, kommt es zur Seeschlacht. Runde. Kraken ist die tödlichste Karte. Gegnerische Karte sofort noch, bevor ein Fähiger. Der Spieler mit der höheren Karte entscheidet zuerst, mit wie viel Kanonenkugeln er angreifen möchte. Dann entscheidet die andere Spieler an Würfen. Beide sammeln eine Gewährzeiten Anzahl der Anwürfe. Achtung! Es kann nur mit Kanonenkugeln aus dem Laderaum angegriffen werden. Wenn du alle Kanonenkugeln verschossen hast, bist du so lange wehrlos, bis du den Captain oder den Schiffsjungen ziehst und den Laderaum wieder auffüllst. Naja, wird schon schief gehen. So, alle Mann an Deck, gut festhalten, jetzt wird's ernst. Seeschlacht. Deine Kanonenkarte hat den höheren Wert, also entscheidest du zuerst, wie und ob du angreifen möchtest. Oh, das war jetzt falsch. Aber okay. 2 Dreier. Okay. Aber jetzt habe ich keine Kanonen mehr. Ja, ja. Wer? Okay, jetzt haben beide wieder Kanonenkugeln. Ja, das war der Kraken. Seeschlacht. Mit rein. Was haben wir denn? Na, schade. Ausgerechnet gegen meinen Captain. Oh, Captain, mein Captain. Gewonnen. Das ist bis jetzt bei mir auch der erste Kickstarter, den ich backe. Die
Die Hexe. Also hol ich mir meinen König, Captain wieder. Obwohl, ich hätte mir den Kraken holen sollen, glaube ich. Oh, oh, ja. Ich glaube, das verliere ich. Das war jetzt ein Fehler. Jetzt habe ich mir die Kanone wieder geholt, aber... Ja. Tja. Vier. Hm. Tja. Verloren. Ha, ich hab gewonnen. Ha. Willst du noch eine Runde? Ha, auf jeden Fall. Ja, das ist... Ich habe beim ersten Ding gedacht, ich wusste nicht, wo ich klicken muss, damit ich wie viele Würfel dran kommen. Und ich habe natürlich direkt auf alle, anstatt auf einen. Juhu, 2, 3. So. Der hat sich gar nicht gewehrt. Er möchte nicht angreifen. Und dann reicht uns doch ein Würfel. Ja. Ja, du hast. Holen wir unseren Schiffsjungen doch zurück. Ja. Und der gerade noch seinen Captain erwischt. Feuert eine. Na, nehmen wir zwei. Gewonnen. Na, das wird wohl sein König, sein Captain, ja. Aber die kommt erstmal raus. Ja, ich habe keine Kanonenkugel mehr, ich weiß, aber langsam müsste mein Schiffsjunge mal ankommen. Nee, aber mein Captain. Er kann sich den Kanone zwar zurückholen, aber ich kriege meine wieder geladen. Er feuert alle Verbliebenen. Ich feuer drei. Dreierpasch. Sauber. Die Runde sieht gut aus. Hm. Was hat er denn noch? Er hat seinen Jungen noch da. Ich auch. Ah. Ja, das war's für seine Kanone. Das heißt, er hat nur noch eine Kanone und seinen Schiffsjungen. Aufladen. Ist doch blöd für meinen Schiffsjungen jetzt, aber egal. Das heißt, er lädt jetzt auf.
Ich hol mir die Kraft wieder. Ja. Das war's. Jetzt hat er nur noch seinen Schiffsjungen, damit kann er nichts machen. So. Ist, du hast gewonnen. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen, ist doch klar. Willst du noch eine Runde spielen? Naja, bitte nicht. Das ist was, dachte ich mir. Sag Bescheid, wenn du dir ein anderes, wenn du, du es dir anders überlegst. Beim Tattoo, was war das? Los, hol mir das Werkzeug, bevor hier alles unter Wasser steht. Schnell! Oh nein, Erik. Ich kann nicht schwimmen. Popo? Was macht Popo Tentakel hier? Das Ende der Demo. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen den kämpfen sollten, weil... Ich meine... Es ist Purpur. Es ist unser weltherrschaftlicher Anführer. Da können wir nicht gegen ankämpfen. Aber... Was ich jetzt gesehen habe bisher... Auf jeden Fall ein schönes Spielchen. Ja, also mir gefällt's.